Ach, was muss man oft von Bösen? Kindern hören oder lesen. Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten. Darüber lachten? Darüber lachten! Und sich heimlich lustig machten. Tja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen. Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer. Und dazu auch viel bequemer. Als in Kirche oder Schule. Fest zu sitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, wehe, wehe. Wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding. Wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben. Abgemalt und aufgeschrieben. Abgemalt und aufgeschrieben. Auf Wiedersehen demnächst in diesem Theater.